Ich bin den Toyota Prius Plus innerhalb von 2 Wochen knapp 1500 Kilometer gefahren. Man muss sich wundern, wie häufig sich im alltäglichen Betrieb der Benzinantrieb abschaltet. Dieses geschieht nicht nur beim Rangieren, sondern auch im Schiebebetrieb, auf Gefällestrecken, sogar auf der Autobahn und natürlich im ordinären Stau. Über das Informationscockpit erfährt der Fahrer regelmäßig, wie häufig der Elektroantrieb den eher schwachbrüstigen Benziner unterstützt. Ich habe beim Prius Plus Nachtankmengen erzielt, die Verbrauchswerten zwischen 5,1 und 6,1 Litern auf 100 Kilometer entsprechen. Hierbei bin ich sogar relativ viel auf der Autobahn gefahren, also in Verkehrssituationen gewesen, wo die Sparsamkeit eines Hybrids nicht vollends zur Geltung kommt, weil die Motorabschaltung seltener vorkommt. Ein vergleichbares Fahrzeug in der Gewichtsklasse mit Benzinmotor in der 100 PS Klasse, dazu mit einem Automatikgetriebe, würde deutlich mehr verbrauchen. Dafür lebt der Prius-Fahrer damit, dass die Kombination eines eher drehmomentarmen Motors mit einer stufenlosen Automatik fahrdynamisch keine Höhepunkte zu bieten hat. Mit einem gewissen Gleichmut und Gelassenheit dahinrollen entspricht dem Spargedanken wohl eher. Freude am Fahren sieht anders aus, ist im Falle eines Hybriden aber auch eine Sache der Betrachtungsweise, zum Beispiel an der Tankstelle.